Ich muss auch sagen, ey, wer ist ein gutes Team wie Lucio und Nisi, ja? Was ist Schweine? Was war das gerade für... Oh mein Gott! Was war das für ein Flow einfach? Warte, aber er dribbelt einfach den Beat, ja? Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer brandneuen Folge Feuer im Stu. Heute gönnen wir uns die vierte Single aus dem Mr. Meta-Album Digital Hustler. Die nennt sich Frühschicht / Nachtschicht, ist featuring Lucio und Nisi und ist produziert von Jane Beats und Obese. Damn! Was für eine Kombo, was für ein Fünfer gespannt. Wirklich geisteskrank. Ich habe den Song extra noch nicht gehört. Meine Community-Frage an euch ist, was ist euer absolutes Lieblings-1019-Feature? Ja, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Meine Antwort gibt es wie immer am Ende des Videos. Außerdem folgt mir gerne auf Instagram, dort könnt ihr mir jederzeit alle eure Newcomer schicken. Ihr könnt mir Songs von euch oder euren Homies schicken. Außerdem abonniert gerne den YouTube-Kanal, denn ich habe uns als Ziel gesetzt, dass wir bis zum Ende des Jahres 4000 Abonnenten hier auf diesem Kanal sind. 4000 Member in dieser Family, Leute. Danke schon mal für den Support. Ansonsten lass es nicht lange reden. Mr. Meta, Lucio, Nisi, Frühschicht / Nachtschicht, produziert von Jane Beats und Obese. Let's get it! Jane Beats. Wie der Beat schon anfängt, schon mal anders brutal, ja. Ich bin gerade auf den Song Frühschicht gespannt, weil Nachtschicht kennt man ja schon aus dem letzten Mr. Meta Album. Auch gutes Album, sollte ich unbedingt mal anhören. Und ich finde es nice, dass sie hier noch einen zweiten Teil quasi gemacht haben und dass sie beides zusammen in ein Video gepackt haben. Ja. Yeah. Sage dem Richter, ich tick nicht mehr richtig. Wenn er mich fragt, ich kenn ihn nur flüchtig. Sag keinen Namen, ist zu lange her. Und versteck, mach die Fingerabdrücke weg gründlich. Es gibt manchmal so Beats, die sind einfach, die fühlen sich an wie ein maßgeschneiderter Anzug für bestimmte Rapper, ja. Und ich finde, dieser Beat, wie Lucio das schon wieder eingestiegen ist, anders. Und dieser Beat, das ist so ein maßgeschneiderter Anzug für Lucio, ja. Dreckiges Geld, es macht mich süchtig, sage dem Kunden, was anderes gibt's nicht. 9 Uhr morgens, du hast Frühschicht, ey, Anrufer spannend, die Ware kommt pünktlich. Ich stehe vom Mikrofon, also... Boah, und ich muss auch sagen, wirklich, Mr. Meta rappt ja schon ein bisschen länger so. Ich finde, er hat sich nochmal ganz neu erfunden, so mit dieser ultra tiefen Stimme, einfach geil. So, wirklich, gefällt mir wirklich sehr gut. Jetzt würde ich's nacken, weil deine Olle findet meine Locken toll. Ich rolle mir nach in Jibbit, weil mein Kopf ist voll. Ich hab alles Nuggets, Brocken, Knall. Ich hab den Track gehört, aber war nicht so doll. Gib mir ein Ja, ich geh sicher Gold. Boah, er hat aber auch so ein Flow, der irgendwie, manchmal denkt man so, oh, ist er jetzt Offbeat? Und dann kommt er mit so einer Kurve nochmal rein, so, und dann ist er doch wieder Onbeat, so. Ist geil, ja, also den Flow, den er hier auspackt, anders, ja. Leute sagen, die haben Baba-Ware da, aber am Ende bin ich immer enttäuscht. Weh, puh, lass mal dein Zeug. CRB Gang und 1019, ob Musik oder Ort, was sie bringen, ist neu. Das ist ein Kelly Strain, aber Pflanze ist deutsch. Ey, Kelly connected, du redest, ich leb. Läufer gebastelt, guck, ob er verrät. Karte gewechselt, ich hab davon 10. Ja, Barbie ist traurig, die kann mich sehen. Nein, stimmt. Oh. Ey, man muss wirklich sagen, Mr. Meta klingt auch ziemlich krass auf dem Beat. Also vielleicht nicht nur maßgeschneidert für Lucio, sondern vielleicht auch für Mr. Meta. Krank. Also wirklich, die nimmt sich hier echt nichts, ja? Bin ich am Handeln, Packets in Gelder verwandeln. Männer im Blow sind am Bewachen, denn sie wissen, wir haben Flavors in Taschen. Ey, ja, schmeiß mit Bällen, so wie beim Handball. Grindel aus Kelly, mach's nicht mit der Hand klein, drück sie weg. Bevor ich sie anschrei, kauf ihr Schmuck, ja, damit sie nicht anzeigt. Ich muss auch sagen, dieses ganze Thema mit diesen Packets verteilen und sie haben sich einfach DHL-Wagen gemietet und so für die Videodreh, super nice, ja, feier ich unnormal. Ich bin echt gespannt, was Lisi jetzt hier auspackt, ja. Die Anschrei, kauf ihr Schmuck, ja, damit sie nicht anzeigt. Fahr auf Autobahn, lass Rauch aus dem Schiebedach. Wenn du was brauchst, dann ruf an, es wird dir gebracht. Morgens früh, knack eine Flasche, trink ihn bis 8 nach 20k mit deiner Karte 0178. Und ich schmeiß sie danach weg von A nach B. Für ein paar Stunden in der Wohnung, klemmst auf die sie glatt packt, bis ich 100 Riesen hab. Wie er da so reingesteppt ist, tatsächlich wortwörtlich rausgesteppt ist aus dem DHL-Wagen und direkt in den Part rein. Geil einfach, ja. Nice Idee, ja. Wer auch immer daran gedacht hat bei dem Videoproduce. Das ganze Video ist generell nice einfach. So was soll ich erzählen? Das Video ist nice, so. Hab mein Nachbar wird wach, gib ihm ein Stück Hasch und dann zieht er ab. Ich sag kein Zwölfer für Sam. Kassig von Seite, das kann er nicht an. Spontan. Paar Jahre Knast, was ich halt in mein Arm. Halbes Punkt, selber baut Kelly S. Ey. Sage dem Richter, ich tick nicht mehr richtig. Wenn er mich fragt, ich kenn ihn nur flüchtig. Sag keinen Namen, ist zu lange her. Im Versteck, mach die Fingerabdrücke weg. Muss auch sagen, die Hook so nice einfach, ja. Gerade auch die ganzen Stimmen, die sich da irgendwie
so abwechseln, so erst so Lucio mit einer relativ tiefen Stimme, dann Nisi mit ein bisschen helleren Stimme und dann Mr. Meta wieder mit so einer richtig schönen tiefen Stimme. Geil auch konstruiert der Song. Das dreckiges Geld, es macht mich süchtig, sage dem Kunden, was anderes gibt's nicht. 9 Uhr morgens, du hast Frühschicht, ey, Anrufer spannend, die Ware kommt pünktlich. Kurzes Zwischenfazit zu Frühschicht, geiler Song, mega Beat von Jane Beats, also wirklich ein geisteskrankes Teil, was wirklich perfekt zu den drei Leuten gepasst hat. Keiner war da irgendwie schwach auf dem Song, alle haben ultra abgeliefert. Weißer Staub from Dusty Dawn, beinahe bald, ja, ich bleib in Form. Outfit sitzt, bin wie neu geboren, sitz in der Trap mit Blick nach vorn. Sleepy. Wie gesagt, people been sleeping on Mr. Meta. Ich sag's euch, wie es ist, ja. Mr. Meta hat eigentlich so. Er hat schon Anfang dieses Jahres schon eigentlich ein krasses Ding gemacht, muss ich euch sagen, ja. Aber ich finde, man hört trotzdem nochmal so vom Style her nochmal ein bisschen einen Unterschied, finde ich, oder? Zur Frühschicht. Mein Kopf verloren, zu viel Licker, Gift aus meinem Born. Keine Empathie, ja, mein Herz gefroren. Klare Hierarchie, bin dafür geboren. OG Skittles, Kelly Eigenrau, frisch importiert, doch direkt verkauft. Ich handle, nein, es hört nie auf. Zu viel Ware, bringe sie in Umlauf. Deine Frage an euch, ja, welches Videokonzept findet ihr nicer? Das erste so, was so im Hellen und so mit DHL und so gemacht wurde, so ein bisschen eher auf lustig so. Oder jetzt das hier, Nachtschichten, wo sie alle so auch so mit Skimaske sind, so halt so richtig dark, so auf diesen Film angelehnt, ja? Sagt mir mal, was ihr besser findet, so, weil ich finde, beides hat etwas so. Kiste, sie ist voller Unkraut, nur weiße Asche, wenn ich mit den Jungs rauch. 100 Joints, weil mich nichts mehr umhaut. Der Kunde meckert, doch es gibt keinen Umtausch, nein, nein. Treff mich, Liezen, seh, die Taschen sind voll. Gelato so weh, geht nicht über Zoll. Kette aus Gold, als Zeichen von Stolz. Wisst ihr, was ich meine mit dem unterschiedlichen Style zu Frühschicht? Weil ich habe das Gefühl, er rappt hier weniger auf die Stimme bedacht und mehr halt so fürs Rappen so, ja? Weil er rappt halt wirklich viel auch so. Er ist ja jetzt eher so ein bisschen so zurückhaltender, so setzt so seine Pausen, dies, das so. Und ich finde, hier geht das schon gut rein auch mit den Bars so. Klingel 24-7, muss Geld verdienen, keine Zeit zum Spielen. Immer hektisch, fleißig wie die Bienen. Ein Schuss, ein Treffer, nein, ich muss die Ziele, nein, nein. Diese dann quatschen auf Beuch, da klappt nix. Siegen ist anders, wenn alles verpackt ist. Augenringe, wenn dein Bruder in Haft ist. Tausend Dinge, mein Kopf, wenn es Nacht ist. Wie gesagt, ganze Videokonzept ist einfach ziemlich nice. So auch, ich bin eh großer Fan von Teil 1 und Teil 2 und Frühschicht quasi Teil 1, Nachtschicht Teil 2. Ich find's nice, dass man Dinge irgendwie, dass Dinge im Zusammenhang haben, ja. Ein paar Tauis so schnelle wären praktisch. Ja, komme wieder zu spät, nicht mit Absicht. Verpack die Ware in Plastik, Durst, Nachtschicht. Weh. Wir gehen erst daraus, wenn alles verpackt ist. Hat schon angucken, warten, keine Praxis. Redet von Material, aber er hat nix. Story Clips, sei die Ware nur nackt. Du willst mich finden, wo. Ich muss auch sagen, ey, wer ist ein gutes Team wie Lucio und Nisi, ja? Die beiden einfach Tag-Team, ja? Man muss wirklich sagen, das ist krass einfach. Gefällt mir so gut, die beiden harmonieren unendlich gut. Eigentlich auf jeden Beat, auf allen Beats so. Hof im Büro, Kripos sind unterwegs im Renault irgendwo. Farbenfroh wie Haribo, ich mag mein Bündel so. Bunte Flavors, dein Ort sieht aus wie Stroh. Handel, das ist für mich Arbeit. Mach ab, check schnell, hab nicht den ganzen Tag Zeit. Hasch Karamell, was kleben bleibt, ganz egal. Ich weiß immer nicht, für wen ich mich eher entscheide, so, weil Lucio hat ja schon so sehr außergewöhnlichen Flow, so sage ich jetzt mal, auch außergewöhnliche Stimme. Und ich finde aber Nisi rappt ein kleines bisschen besser so. Also da ist der auf den Flow halt noch so ein bisschen, wo man so denkt, so, ja, 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 so einfach so. Wisst ihr, was ich meine, so? Angekackt drauf, aber Anzeige, ey. Fremde müssen zahlen, kein Kanu, Barsch, Goldgeber, 9, Elfer, Claim, weiß eines Tages. Bringe ein Paket an den Ort, wo du wartest, Hinterhof, Coffeeshop, komm, shoppen, nix gratis. Wisst ihr, was ich meine? Was war das gerade für, oh mein Gott. Was war das für ein Flow einfach? So, da, ba, ba, da, ba, da, 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 da. Einfach zersägt, ja, Mann. So wollen wir das hier sehen. Einfach geil. Alles, was witzig hab es, damals im Hof, Augenmaß 10er 20s. Gab es keine Tüten, machte schnell Alu-Bubbles. Sitz im Versteck und verpack es. Sie kopieren, Leute wollen unser Stil klauen. Viel verpacken, viel bauen, hab einen grünen Daumen. Bünde stecken in meinen Jeans, 10 im Hinterraum. Ware teurer als der Wagen, Rücksitz, 4 Stück verstauen. Diese dann quatschen auch Boys. Ey, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, ja, aber Nisi, es war seine Zeit zu scheinen hier auf jeden Fall. Er hat einen kranken Part gehabt, Leute. Krank einfach. Da klappt nichts, sie gehen erst anders, wenn alles verpackt ist.
mein Chat. Ich weiß gerade nicht, ist der Beat derselbe wie vom Anfang? Ich glaube aber nicht. Und dann ist Frühschicht echt nice gemacht, so als zweiter Teil, dass das eben nicht nur so quasi thematisch der zweite Teil ist, sondern halt auch, dass der Beat ähnlich ist. Auch so orientalisch mäßig, so, ja. Kann dir Sorgen geben von A bis Z. Mit Cookies bis Skittles und Cherry mit jedem Pack. Ich puste Rauchen versteckt. Mit 14 hab ich 25 Dinger für einen 7er gekauft. Heute kommen viele Dosen mit dem Flieger zum Traphaus. Hätte ich damals niemals geglaubt. Nein. Uff. Okay, aber Lucio auch krass. Also, ich finde die Parts jetzt tatsächlich auf Nachtschicht, glaube ich, ein bisschen besser als Frühschicht. Auf Frühschicht finde ich aber den Gesamtsong besser, weil die Hook auch ein bisschen nicer ist so und weil da einfach ein bisschen mehr passiert so. Ist der ein V-Mann, weiß nicht genau, aber wenn geh ich eklig auf ihn rauf. Links, rechts, Ellenbogen, Dampf, Faust. Waschrauche ist immer ganz laut, Quatscher reden ja, viel, ja. Aber machen nix. Fertelle Geld, bis die Kripo macht ja. Krieg, ich nehm... Was er hier macht, aber er dribbelt einfach den Beat, ja. Und ich dachte schon, nie, sie dribbelt den Beat. Ey, einfach krass. Die spielen sich hier die Pässe zu, unfassbar. Immer alles mit, was mir das Leben gibt. Ab und zu eine Kiste, ab und zu ein Hit. Bla bla, lass mal. Hol mir ein paar Caprison und noch ein Wasser. Warte am Rosenthaler, ich... Bro, Shoutout Caprison. Ja, schreibt jetzt, wenn ihr bis hier geguckt habt, ja, es ist nicht ein langes Video, ich weiß. Wenn ihr bis hier geguckt habt, dann schreibt mal eure Lieblings-Caprison, schreibt mal euer Lieblings-Caprison-Geschmack unten in die Kommentare, Leute, ja. Weil Caprison, eh, Baba-Getränk, beste Getränk. Ich bin fast da, räum mir ein Kibbit, ich rauch bis zum Asthma. Dunkel, draußen, Kusch, Funkel, bin am Verkaufen. Brauchen ein Auto, damit wir nicht mehr laufen. Bunte Papiere, ich will ein ganzen Haufen, weh. Diese dann quatschen auf Beuch, da klappt nix. Siehen es anders, wenn alles verpackt ist. Augenringe, wenn dein Bruder in Haft ist. Tausend Dinge in mein Kopf, wenn es Nacht ist. Ich muss wirklich sagen, auch Lucio, geisteskranker Part. Nisi, geisteskranker Part. Mr. Meta, nice Hook. So, ey, was hatten die hier gemacht, ja? Das ist wirklich 5,5 Minuten Movie einfach, ja? Das ist eh ein paar Taui, so schnelle wären praktisch. Ja, komme wieder zu spät, nicht mit Absicht. Verpack die Ware in Plastik, du hast Nachtschicht, weh. Ja, Leute, das war's mit dem Song. Was sagt ihr zu dem Video? Was sagt ihr zu den ganzen Parts, zu den Beats, zu allem eigentlich? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Folgt mir auf Instagram, abonniert den YouTube-Kanal, haut rein. Ciao.